Ich möchte heute zeigen, wie man reine 2D-Zeichnungen, da habe ich hier eben eine reine 2D-Zeichnung ins 3D bringe, wobei das einfach nur so ein Konzept ist, ein Versuch. Ich habe hier Dinge drinnen, die ich eigentlich noch auflösen will. Das heißt, es geht schon darum, dass wir in diesem Fall möchte ich es eben nur mit Linien zeigen, also möchte ich auch nur Linien haben. Also Ablage bearbeiten, vereinigen, zerlegen, in 2D-Elemente zerlegen, nicht behalten, okay. So, ich wähle das und habe jetzt hoffentlich nur Linien drinnen. Schauen wir es kurz an. Ablage, Bibliotheken und Objekte. Ich mache mir Auswahl sichern als ein Objekt daraus. Und zwar sage ich, ja, das soll meine Fassade sein, sichern, das habe ich schon mal gemacht, deswegen ersetze ich es jetzt. Okay. Wenn ich es jetzt einsetze, habe ich natürlich eine Kopie davon da. Das genauso ausschaut. Aber es ist ein GDL. Das öffne ich. Option Command O oder Ablage Objekt öffnen. Das kann ich auch machen. Also das war das, was ich gerade gemacht habe. Ich habe es geöffnet. Hier. Dieses Ding und gehe mal ins 2D-Skript. Und man sieht hier schon, ich habe hier eine ganze Menge Linien drinnen. Und die kopiere ich mir jetzt mal raus. Von hier bis Großschreibtaste hier. Steuerung C. Soll er sich merken. Jetzt habe ich hier natürlich am Mac die Numbers. Ich nehme aber jetzt, weil ich das etwas besser kann oder kenne, das LibreOffice und habe mir hier einfach eine neue Tabelle gemacht und sage Steuerung V und kann jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten beim Importieren verwenden. Das kann ich natürlich nicht alles anzeigen. Ich habe das Problem, dass ich irgendwo sehr viel weiter unten dann die Umrandungslinien habe, die irgendwie komisch ausschauen, die hier. Hier habe ich Komma und hier habe ich, weil ich ganze Zahlen drinnen habe, keine Komma. Das muss ich dann irgendwie bearbeiten. Was mache ich? Ich separiere den Text mit Space und mit Komma. Und ich schmeiße die Abstandszeichen raus und ja, skip empty cells und so weiter. Man muss da ein bisschen herumprobieren und sage ich mal, okay. Dann habe ich die da alle herinnen. Und ja, ich kann mir die mal doppelklicken, mal so breit machen, dass man es gut sieht. Das war jetzt irgendwo unten, gell? Aber trotzdem sehe ich die jetzt nicht mehr. Ah, hier sind sie. Die muss ich vermutlich dann extra behandeln, weil ich ganze Zahlen drinnen habe. Die anderen funktionieren alle ganz gut. Also die da, Steuerung, Command X, tue ich weg. Gebe ich vielleicht ganz unten hin. So. Und jetzt möchte ich hier einen 3D-Befehl draus machen. Der 3D-Befehl für eine Linie heißt nicht lin, sondern line, sondern lin underscore. Und den ziehe ich mir mal nach unten. Mal bis hier hin. Jetzt hat aber der lin-Befehl, die muss ich rausnehmen, also die lösche ich überhaupt, brauche ich nicht. Delete. So. Der lin-Befehl braucht aber jetzt mehr Koordinaten. Ich habe hier x, also line, lin, den brauche ich auch nicht. Okay. Ich habe hier x, y von den ersten, zweiten Punkten, dann wieder x und y, weil es reiner 2D-Befehl ist. Das heißt, ich brauche hier noch rechte Maustaste, Insert Columns Before. Ich brauche hier noch 0. Das Ganze möchte ich gerne als Text haben. Format Cells als Text. Und ich schreibe hier mal 0 bei Strich rein. Und dann nochmal, ich glaube als Text wird das eh nicht vervielfältigen, probieren.
probieren wir es. Ja, macht er schon. Zurück. Also Steuerung C, Steuerung V. Jetzt habe ich zwei drinnen. Zieh das wieder runter. Die muss ich rausnehmen. Delete. Delete Rules. So. Okay. Gut, und das gleiche brauche ich hier auch. Na, umgekehrt, hier brauche ich was anderes. Hier brauche ich Steuerung 1, das Format Cells, also Text. Okay, und hier brauche ich Beistrich 0. Mal sehen, ob er das hier so macht. Nein, macht er auch nicht, er kennt das sofort. Das heißt, Steuerung C, Steuerung V. Wieder nach unten ziehen. So, dann brauche ich hier noch Beistrich dazwischen, rechte Maustaste, Insert Columns Before. Und hier brauche ich nur Beistrich. Steuerung 1, Text, okay. Also hätte ich gleich kopieren können. Brauchen wir sowieso überall. Okay. Ich brauche das auch hier, rechte Maustaste, Insert Columns Before. Und also hier brauche ich einen Beistrich. Hier brauche ich auch einen Beistrich zuvor. Das hätte ich gleich mitnehmen können. Beistrich. C, Steuerung V. Yes. Die beiden natürlich wieder runter. Ihr seht, es ist schon ein bisschen eine Formatierungssache. Dann die hier. Kopieren. Steuerung V. So, jetzt habe ich den Befehl lin x Beistrich y Beistrich z Beistrich x Beistrich y Beistrich z. Das müsst ihr jetzt hinhauen. Ich kopiere mir das, Steuerung C, gehe zurück ins ARCAD und probiere es einfach mal im 3D-Skript. Rot x, also um die x-Richtung, 90 Grad rotieren und Steuerung V. Dann schauen wir mal, ob wir Skript prüfen, was sagt. Das ist okay. Steuerung S, speichern wir dieses Ding. Jetzt habe ich es hier schon eingesetzt und hier an dieser Stelle müsste jetzt in 3D, Steuerung 3, die Zeichnung dastehen. Und genau das tut es. Das heißt, ich habe jetzt in 3D eine Zeichnung erstellt. Das hier kann ich zerlegen. Bearbeiten, vereinigen und zerlegen. Nein, kann ich nicht. Ich kann es in einen Morph umwandeln. Rechte Maustaste. Auswahl in Morphs konvertieren. Okay. Und schon habe ich einzelne 3D. Einzelne sind es nicht, weil es noch verbunden sind. Aber es sind Morphlinien und ich kann jede einzeln mit den weißen anklicken. Ich habe jede Linie, die ich brauche, hier dabei. Also man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wie man die Daten formatiert, die man dann einfach aus dem ARCAD rausholt, wie man neue Koordinaten hinzufügt. Und das, was ich hier gemacht habe, kann man natürlich auch bei einem wesentlich komplexeren Modell machen. Es braucht allerdings dann etwas mehr Zeit, zumindest im LibreOffice. Wie gesagt, im Numbers bin ich einfach nicht so fit, dass ich das machen könnte. Im Excel müsste es eigentlich auch ganz gut gehen, so etwas. Gut, damit einmal bis hierher und... ja, viel Vergnügen oder viel Erfolg, um so etwas umzusetzen. Vielleicht kann man das auch noch irgendwie anders automatisieren. Da gibt es bessere Spezialisten, die so einen Text mit irgendeinem Batch durchtesten können und ergänzen können. Ich kann es nur auf diese Art, aber das wäre eine Möglichkeit. Schöne Tage und
Schöne Grüße aus Salzburg. Auf Wiederhören.